Du denkst, dass ich das weiß wie Schnee. Du machst das Quiz auf testedich.de. Hallo zu einem neuen Video von testedich.de und heute machen wir ein Quiz, wie gut ich mich mit MGK auskenne. Das ist ein Musiker und den höre ich sehr, sehr gerne und wir schauen mal. Ich würde sagen, wir machen... Boah, wir können nicht alle drei machen. Komm, wir ziehen alle durch, wir machen heute alle drei Quizze. So, wir fangen mit dem ersten an. Let's go! Wann ist er geboren? Ja, da fängt schon mal an. Ich habe keine Ahnung, wann er geboren ist. Puh, 92 oder 90, glaube ich. Aber ich weiß nicht wann. Ich glaube, 22. März. Der ist er jetzt 27, obwohl der war schon 27 in seinem Lied und das war schon 2 Jahre her. Also ist er 90 geboren, das hier. Wie viele Maschinen, wie ist sein Name? Colson Baker, glaube ich. Also Carlos sicher nicht. Ich glaube, das hier. Geburtsort ist... Houston? Erstes Tattoo... Mit welchem Jahr? Wie alt er war, oder? 16. Bad Things 2016. Wo lebt er? In Cleveland. Das ist in Ohio, glaube ich. In Deutschland. Okay. Der war bei Nerf dabei. Produzierte er mit. Ich habe das nicht mit ihr produziert, sondern gemacht, aber es ist Bad Things. Wann erschien sein erstes Mixtape? Das müsste 2008 oder 2009 sein. Ich sag mal. 8. Wann nahm er teil? Ich weiß es nicht. Dein Ernst? Was war den Test noch, bevor du dir sicher bist, dass du nicht selber MGK bist? What? Okay, es war einen Monat davor. Es war richtig, das war richtig. Okay, mit 14 schon, krass. 16, Ohio, Nerf. Bad Things 2008 und 2009 war dieser Talent, von dem ich noch nie gehört habe. Naja, soweit in Ordnung, wir machen das nächste Quiz. Achso, jetzt kommen dieselben Fragen nochmal. Warte mal. War das nicht dieselbe Frage wie gerade eben? Ich hoffe, sie wiederholen sich jetzt nicht. Okay, fangen wir erstmal einfach an. Wie heißt der mit seinem richtigen und vollständigen Namen? Richard Colson. Wann wurde er geboren? Och, jetzt kommen dieselben Fragen nochmal, oder wie? Und wo wurde er geboren? Das schreibt man doch anders, oder? In welchem Label steht der Vertrag? Bad Boy. Oder Wild Boy? Wild Boy ist ein Song. Großes Kells. Ich glaube, der ist 1,93. Spirit Animal. Junge, wo soll ich denn das wissen? Du willst mich doch nur hochnehmen, Alter. Echt so. Keine andere Honig, das wahrscheinlich. Michael ist der Liebling von Kels. Von wann ist denn das Quiz? 2017. Ja, damals vielleicht schon noch. Warte, ich hab erstmal gedacht. Ja, Junge, das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung, in der 6. Klasse. Was ist dein erster Song? Cleveland, glaube ich. Oder 100 Miles Running ist auch ziemlich alt. Die anderen beiden sind neuer. Wild Boy ist einer der bekanntesten. Was ist hier von Blink? Keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Ups, das war schief gelaufen. Du hast nicht alle Fragen nicht beantwortet. Aber Kopf hoch, für dich ist auch Platz in der EST vor allem. Danke, dass du kurz teilgenommen hast. Okay, wir schauen uns mal. Colson Baker. Aber da war das andere Quiz falsch. Das war doch Colson Baker, oder? Ja, und der hat das falsch gemacht, unglaublich. Okay. Ja, ich dachte schon, er ist Colson, aber ich dachte mir, das eine Quiz hat schon recht. Das war richtig. Das passt auch, aber Houston schreibt, glaube ich, anders. Bad Boy stimmt auch, das stimmt auch. Hundig, das stimmt auch. DMX, okay. Kann sein. 6. Klasse, richtig. Wild Boy, echt sein erster Song? Okay. Und das, keine Ahnung, ich höre keinen Blink. Okay, naja, war jetzt nicht so super, wir machen weiter. Jetzt machen wir es aber diesmal richtig. Das ist schon wieder was anders. Der ist Colson und nicht Carlson, Alter. Was? Okay, ich muss jetzt mal kurz Wikipedia fragen. Machine Gun Kelly. Richard Colson Baker heißt der.
Den gibt's hier nicht. Richard Carlson Baker. Wahrscheinlich will er Carlson haben. Ich habe keine Ahnung. Das war mit Camila Cabello, Bad Things. Young Gunner. Wie viele Töchter hat er? Puh, ich glaube, ein oder zwei. Bin mir gar nicht sicher. Wie heißt seine Tochter? Boah, wie heißen die? Lucas Case Babe? Weiß ich nicht. In welchem Jahr wurde sie geboren? Er ist jetzt ungefähr so 28 und 29. Da wird die vor 5 Jahren vielleicht geboren sein. 15 würde ich sagen. Obwohl. Ich sag mal 12. Wann wurde er geboren? Das hatten wir schon ein paar Mal. Wie alt war sein. Wie alt war er, als er Vater wurde? Wenn wir jetzt 22 haben. Das ist ja dann bei 22. Oder 23, warte mal. Er ist 90 geboren. Das heißt, das kann nicht sein. Mit 18 könnte sein. Von 13 kann man nicht Vater. Wird er kein Vater. Mit 16 auch nicht. Puh. 30 macht keinen Sinn. 23 wird Sinn ergeben. Dann ist es 2013. Bis 2012. Obwohl, dann war er noch nicht 23, war 20. Und 2010 gibt's nicht? Ich bin verwirrt, okay. Ich sage... 23. In welchem Jahr kam der Song Invisible raus? Und welches Album? Lace Ups? What? Bad Things war doch kein Album. Black Flag? Kann man nicht erinnern, dass es Invisible drauf ist? Keine Ahnung. In welchem seiner Filme hat er die Figur Ty gespielt? War das nicht Nerf? 7 von 10 ist richtig. Du bist der 515. Surfer, okay. Der heißt Colson und nicht Carlson. Das stimmt, das stimmt. 1. Casey Colson Beck, okay, die heißt auch so. 2008. Der, okay. Ist sie geboren? Da war er 18. Krass. Das wusste ich nicht, wusste ich nicht. In welchem Jahr kam der Song Invisible raus? In welchem Album? Lace Up stimmt und Nerf stimmt auch. Naja, sagen wir so, die wichtigen Sachen wussten wir. Und ich habe mich nicht vorbereitet, deswegen ist glaube ich ganz okay. Ihr seid dann anscheinend scheiße gepflegt. Tschüss.